Herzlich willkommen. Wir wollen sprechen über das 1:0 von Fortuna Düsseldorf gegen den SV Darmstadt 98. Selbstverständlich wie immer mit beiden Trainern. Herzlich willkommen auch Thorsten Lieberknecht und Daniel Thune für die Fortuna. Ja, so heißt es auf Englisch wahrscheinlich. Thorsten, was geht dir durch den Kopf nach diesem Spiel? Dass wir wenig Fortuna hatten heute. Ich glaube, deswegen bin ich kein Freund von Statistiken und die nerven mich komplett, wenn man heute die Statistiken gesehen hat. Glaube ich, wir haben mit Sicherheit mit Punkten nach Hause zu fahren mehr als okay gewesen, aber wir sind nicht mit Punkten nach Hause gefahren, sondern wir hatten bei einer Torschussgelegenheit mal die Ordnung verloren, die wir eigentlich bis auf die ab der 12. Minute nach einem Standard, die wir fast über die gesamte Zeit aufrechterhalten haben, wo wir natürlich ein taktisches Spiel auch angeboten hatten. Den einzigen Kritikpunkt, der meinerseits immer an die Mannschaft geht, ist, dass wir bei der Vielzahl von Torschüssen und Torchancen eben dort die berühmte Konsequenz haben vermissen lassen, auch die Überzeugung, dort eben unbedingt mit dem ganzen Körper, mit jeder Phase des Körpers eben das Tor machen zu wollen. Und dann gab es noch einen Torhüter, der das ist dann auch bezeichnet für das Spiel, natürlich bei zwei, drei Situationen glänzend pariert hat. Von daher, wie gesagt, war das heute eine Niederlagen sind immer unnötig, aber heute war sie ganz besonders unnötig. Aber sie ist eben passiert. In Nürnberg haben wir, das haben wir schon auch gelernt, bezüglich Statistik, nicht einmal aufs Tor geschossen, haben wir 1:0 gewonnen. Heute haben wir mehrmals aufs Tor geschossen und haben eben das Spiel verloren. Und deswegen bin ich bekennender Hasser von Statistiken. Daniel, für dich erstmal Glückwunsch und für die Fortuna Glückwunsch zum Sieg und an das Heranpirschen wieder an die Aufstiegsplätze. Diesbezüglich euch natürlich halt auch viel Erfolg dann bei der weiteren Arbeit, diesen Druck auszuüben und ja, bei 6 ausstehenden Spielen noch voll reinzukommen. Also von daher Glückwunsch dazu und ja, alles Gute weiterhin für die nächsten Spiele. Es folgt der Cheftrainer der Fortuna. Daniel, bitte. Ja, zuerst vielen Dank für die netten Worte und auch die Glückwünsche. Glückwunsch hat mit Glück immer zu tun. Deswegen muss ich auch gar nicht so weit ausholen. Heute sicherlich viel Glück auf unserer Seite. Glücklicher Sieger. Verdient, unverdient, ist ja mal so dahingestellt. Ich habe so die letzten Wochen immer noch so im Gepäck, wenn wir von Statistiken reden, das, was Thorsten sagt. Ich hatte, glaube ich, auch 3 Wochen lang optimale Statistiken. Nur die wichtigste war halt einfach schlecht für uns. Das war das Ergebnis. Heute ist die wichtigste Statistik maximal positiv für uns. Wir haben ein Tor mehr geschossen als der Gegner. Haben aber auch Dinge vielleicht mal ganz gut gemacht, die uns in den letzten Wochen abgingen, um das vielleicht damit abzuschließen. Wir mussten eine Menge aushalten in den letzten Wochen, was uns nicht gelungen ist. Und heute gegen auch aktuell die beste Mannschaft der Liga und das auch zu Recht. Das vielleicht auch. Wir haben in den letzten Wochen alle von oben spielen dürfen, aber niemals so brutal eingeschnürt worden wie in diesem Spiel dann heute auch von den ersten Minuten an, dass wir nicht so viel Druck ausgeübt haben, wie wir uns das gewünscht haben. Wir mussten ein bisschen umstellen vom Anlaufverhalten, aber diese Selbstverständlichkeit, die Darmstädter aktuell haben, sieht man dann, das Selbstvertrauen. Und haben dann vielleicht nur die wenigen Möglichkeiten gehabt auf unserer Seite nach der Standardsituation. Und ja, dann zweite Halbzeit ein guter Moment. Wir haben ein bisschen was angepasst und dann mussten wir, deswegen großes Kompliment an meine Mannschaft, sehr, sehr lange, sehr, sehr viel aushalten. Irgendwann waren die Kräfte am Ende, weil dann doch die Darmstädter immer wieder eine Schippe draufgelegt haben. Und das nehme ich mit aus dem Spiel. Es fühlt sich fantastisch an für mich, ein Spiel mal gegen eine Mannschaft zu gewinnen, mit mehr Glück als Pech dann. Und in dem Fall auch nur die besten Wünsche natürlich an die Darmstädter, an Thorsten, an sein Team. Ich glaube, dass wir diesmal mit dem Sieg nicht so eine große Rolle spielen, wenn es um die Vergabe der ersten 3 Plätze bei euch geht. Und mit der Konsequenz, mit der Arbeit, die ihr da leistet, ihr werdet dafür ernten. Letztes Jahr habe ich gesagt, im besten Fall noch diese Saison. Diesmal nochmal überzeugt davon, dass ihr es tun werdet. Also bleibt bei euch. Heute hat die Fortuna Fortune gehabt. So, dann wollen wir mal sehen, wer den Finger hebt. Es ist Tobias Dinkelborg von der RP. Herr Thune, Sie haben relativ früh in der zweiten Halbzeit dann auf 3er-5er-Kette umgestellt. Können Sie den Gedanken einmal erläutern und warum waren Sie so überzeugt davon, dass dieser Plan aufgeht?
Ja, wir haben in den letzten Wochen schon mal mit dem Gedanken gespielt, auch zu verändern. Wir haben in den letzten Spielen versucht, offensiv Spiele zu gewinnen nach Führung, was uns nicht so gelungen ist. Wir haben uns sehr tief reindrängen lassen. Letzte Woche in Bielefeld schon den Gedanken gehabt, auf Fünferkette umzustellen, um nochmal einen mehr in der Box zu haben zum Verteidigen. Wir wussten ja auch, dass im Laufe des Spiels, solange wir führen, irgendwann die Größe auch zunehmen könnte. Wir haben gesehen, Patrick Pfeiffer kam dann auch nochmal rein, Aaron Seidel. Also das war dann schon sicherlich dann geplant, auch vieles in unsere Box zu hauen. Und dann wollte ich einfach frühzeitig darauf reagieren, dass die Jungs auch ins Spiel reinfinden. Und deswegen die Entscheidung, Jordi mit reinzubringen in die Box. Gabo als Außenverteidiger dann auch verteidigen zu lassen, wo Michael sicherlich dann immer noch Herausforderungen hat. Und deswegen war es die Konsequenz daraus, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass wir das Spiel heute offensiv gewinnen, sondern die Konsequenz war klar, wir mussten das Spiel heute defensiv gewinnen und aushalten. Und deswegen der Wechsel auf die Ordnung und auch die Systemänderung. Die RP ist zu zweit und deswegen fragt jetzt Gianni Costa. Vielleicht eine Frage an beide Trainer. Die medizinischen Abteilungen hatten sehr viele Möglichkeiten, sich zu zeigen heute auf dem Feld. Also es gab sehr viele Unterbrechungen. Wie hat sich das als Trainer angefühlt, weil da ja doch auch immer sehr viele Brüche in den Spielen waren? Ja, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass dadurch das Spiel an Qualität verloren hatte. Das war Teil des Spiels heute. Bei uns kam noch hinzu, dass ich während des Spiels ein Auswechselspieler, Magnus Warming, dann auf einmal erkältet abgemeldet hat. Dem ging es nicht gut. Das war dann für uns eine Problematik, weil wir mit ihm auch noch einen Flügelspieler verloren haben, was heute ganz wichtig gewesen wäre. Das hat man nicht gesehen. Das war eben der Tag insgesamt heute. Aber wichtig ist, glaube ich, und hoffentlich hat sich keiner da schwerwiegend eben verletzt, dass er dadurch jetzt ausfällt. Aber eine Statistik wahrscheinlich haben dann die Ärzte, was die Laufkilometer angeht, heute auch mal was an den Tag gelegt. Unser Arzt hat sich dabei verletzt bei den vielen Metern, die er heute gesammelt hat. Also von daher teile ich das. Es war sehr viel Platz seit der medizinischen Abteilung, aber es waren auch viele Kopftreffer dabei. Ist immer dann ganz gut, wenn man da frühzeitig reagiert. Fand aber zu keiner Zeit war das Spiel unfair und entsprechend die Foulspiele, die dann Behandlungszeit benötigten, waren, glaube ich, dann angemessen. Auch hinten raus hat sich ja keiner freiwillig von uns auf den Platz gelegt und dann Zeit von der Uhr genommen, sondern ich glaube, das war gar nicht der Fall, sondern es waren immer Momente, die dann vielleicht auch wehgetan haben. Nochmal Gianni Costa, bitte. Sie haben ja in den vergangenen Wochen, Herr Thun, immer wieder uns auch grimmig angeguckt, wenn das Thema Aufstieg gekommen ist. Die Aufstiegsfrage, die Fans haben es jetzt auf ihre Weise beantwortet und haben gesungen, Fortuna ist wieder da. Wie da ist denn, wenn man vielleicht den Ball aufnimmt, wie da ist Fortuna? Ich habe auch gehört, wie die Fans gesungen haben, Auswärtssieg. Und das ist gemünzt darauf, dass wir nächste Woche in Nürnberg zu Gast sind. Und ich glaube, dazu ist alles gesagt, Konzentration auf Nürnberg, Auswärtsspiel, haben Bock drauf, haben noch was gut zu machen in Nürnberg. Zweimal verloren gegen sie. Also alles andere blende ich aus. Und ganz hinten in der letzten Reihe. Jan Felber. Wenn sich Jan Felber. Darmstädter. Ja, genau. Jan Felber von Darmstädter. Herzlich willkommen. Das ist nett. Dankeschön. Thorsten, kurze Frage. Was war das heute, wenn man das so einordnet, diese Niederlage? War das ein Rückschlag im Aufstiegskampf? War das vielleicht, ja, du guckst, ich weiß, war das aber auch vielleicht eine Niederlage, mit der man leben kann? Oder wie würdest du das einsortieren im Moment der Saison? Ja, leben muss und abstreifen muss. Wenn wir jetzt hier einen Auftritt hingelegt hätten, der besorgniserregend gewesen wäre, dann kann man von einem Rückschlag sprechen. So ist es einfach. Wieder Antennen raus, scharf bleiben auf die nächste Aufgabe. So das machen, was wir bisher auch gemacht haben. Wir spucken keine großen Töne, wenn wir erfolgreich sind. Wir haben nicht extrem gehadert, als wir zwei Spiele mal verloren haben, sondern wir haben uns immer neu gerichtet. Und ich glaube, auch da wieder jetzt unsere Fans, die heute zahlreich da waren, haben einfach auch da wieder honoriert nach dem Spiel, dass sie am Freitag mit uns zusammen einen Hexenkessel veranstalten wollen, dass wir das Spiel gegen KSC dann ziehen. Und deswegen eine Niederlage, man kann gegen Fortuna Düsseldorf verlieren, wir wissen das erfahrungsgemäß. Und wir werden das nächste Mal noch mal ein anderes Hotel suchen. Das haben wir alles probiert, bis wir das richtige Hotel finden. Dann hoffen wir irgendwann mal gegen die Fortuna zu gewinnen. Und ich muss jetzt wieder aushalten, dass meine ganzen Bekannten hier vom Niederrhein-Nachbarn, Fortuna-Fans, mich jetzt wieder belästigen eine ganze Zeit.
Aber es gehört eben halt auch dazu, Niederlagen einzustecken und auch dann anzuerkennen, wie gesagt, dass, dass der Fußball davon lebt. Und wir haben das gezeigt, dass wir in der Lage sind, einfach auch dann Antworten zu finden. Lebt diese Pressekonferenz noch weiter? Ich glaube nicht. Dann waren das die letzten Worte. Vielen Dank dafür und einen guten Weg nach Hause auf jeden Fall. Und allen anderen noch einen schönen Tag. Dankeschön.